im Endeffekt kommen wir einfach zu den alten Dingen, sagt da zurück. Und auch das bedeutet auch vielleicht mit diesem veganen, vegetarischen. Ich glaube einfach dran, dass das in Zukunft Fleisch sicherlich noch eine Rolle spielen wird. Ich behaupte, dass Fleisch Zukunft die Beilage sein wird. Ja, dass du dann tolles Gemüse, tolle Pasta oder Kartoffeln und so weiter hast und die richtig gut gemacht. Und dann isst man halt nicht mehr 120 Gramm Steak, sondern vielleicht nur 70 Gramm. Also einmal war natürlich das generelle Credo, wo das Corona-Thema, also die Pandemie losging, man sagt, Leute, jetzt erst recht nach vorne gehen, nach vorne schauen, wo können wir Dinge machen, wo gibt es Ideen. Wir haben auch immer im Einzelhandel sehr viel getan, machen da auch gerade neue kleine Feinkostboutiquen, kleinere Feinkostläden im Großraum München auf. Das sind jetzt in den nächsten 6 Monaten 3 Stück geplant, die kommen. Und genauso aber auch hier dieses Green Beetle-Thema. Wobei ich sagen muss, wir beschäftigen mit dem Thema Nachhaltigkeit schon seit längerem. Aber richtig konkret seit ungefähr einem Jahr, da hat auch meine Frau glücklicherweise so die Hand darüber genommen, um da wirklich eine echte Chefsache draus zu machen. Und so ist natürlich dieser Gedanke auch mit diesem veganen, vegetarischen Restaurant entstanden. Wir haben uns immer schon mit beschäftigt und gesagt, Mensch, eigentlich ist das schön und wenn du das alles nicht ideologisch machst, sondern als ein tolles Lebensgefühl, was man jetzt hat. Auch vegan und vegetarisch kann man genauso im Leben Spaß haben, man kann genauso eine tolle Musik drin haben, man kann eine Bar haben, man kann so ein bisschen feiern, man kann einen Abend genießen und genau das ist eigentlich das Konzept. Und es ist dann irgendwann mal die Idee entstanden und dann sind wir relativ schnell und dann sagen wir, okay, das, rufen unsere Lieferanten, Architekten an und das und sagen, was habt ihr für eine Idee und da einfach mal ein bisschen Power reingehen. Also ich bin jemand, der die Dinge dann ganz schnell umsetzt, weil umso länger es dauert, umso oft wird auch Dinge fair diskutiert und es gibt hier noch viele Themen auch in der Nachhaltigkeit zu arbeiten dran, daran noch zu verbessern und machen, aber einfach mal loslegen und den ersten großen Schritt, den wir, glaube ich, hiermit getan haben, hinter uns bringen. Wie ich dir schon gesagt habe, das geht einfach darin, indem du gute Lieferanten hast und denen dann auch Druck machst. Auf der anderen Seite ist, jetzt nehme ich mal zum Beispiel unsere Malerfirma, die eine wunderbare Malerfirma hier aus München ist, die alle tolle Sachen machen und mit dem habe ich geredet. Das heißt, Übelhacker habe gesagt, Olaf, du mach mir einfach, du musst mir jetzt Wände machen, wo keinerlei Chemie, wo nichts mehr drin ist. Sagt er, ich habe einen alten Malermeister, der experimentiert jetzt und macht genau solche Themen. Und aber du hast auch gespürt, oder der Schreiner, du hast gespürt, dass die Leute einfach sagen, okay, das ist für mich auch eine Chance. Ja? Eine Chance, drüber nach, die motiviert, drüber nachzudenken, weil sie einfach spüren. Und ich glaube, das ist das Positive, wenn man jetzt gerade auch über den Umweltgedanken und so weiter, den wir jetzt ja alle haben, dass der angekommen ist bei den Menschen. Ja? Dass da wurde viel drüber geredet und man ist viel zu spät dran, also das da braucht man gar nicht diskutieren. Aber vor 2, 3 Jahren war er nicht so angekommen in allen Menschen, wie er jetzt ist. Und das spüren auch die Unternehmen, das spüren die Handwerker, das spüren die Möbelhersteller, das spüren die Lieferanten, die wir haben, im Lebensmittelbereich natürlich wir auch. Und daran muss man arbeiten. Und das sehe ich halt momentan als eine ganz, ganz positive Entwicklung, die da ist. Also wir haben es versucht und haben es größtenteils hingekriegt und haben auch festgestellt, so schwierig ist es gar nicht. Also das ist, du musst dich nur wirklich mit auseinandersetzen und dann musst du sicherlich auch mal einen Kompromiss eingehen, sagen, okay, ich hätte vielleicht einen anderen Stoff gewollt und der wäre schöner gewesen, aber der ist es halt dann nicht. Dann ist es halt der Stoff, der eben aus Materialien hergestellt ist, die wiederverwendbar sind. Also gerade da ist wahnsinnig viel Chancen drinnen in wiederverwendbaren Materialien, in Dinge nicht einfach rausreißen, sondern sagen, komm, das kann ich ausbessern und kann da was draus machen. Also ich glaube sicherlich, da gibt es tolle Leute auf der ganzen Welt schon, die das gemacht haben. Also wir sind sicherlich dadurch, dass wir einen relativ bekannten Namen haben und in der Gastronomie bekannt sind, guckt man drauf und man wird jetzt, wenn wir einen Artikel über uns in Zeitungen stehen werden, wenn ein Broadcast über uns da ist, dann werden die Kollegen zuhören und sagen, Mensch, der Käfer macht das aus, also da macht es auch. Also dadurch haben wir sicherlich eine kleine Signalwirkung. Aber auch wir haben es von Kollegen gesehen, die auch im Ausland sind, die da sind. Also faszinierend ist, dass zum Beispiel jetzt in New York
York, für mich der beste Koch, Madison Park Avenue, also Hamm, total vegetarisches, ich glaube, oder gab es sogar veganes Gericht jetzt drauf hat, das er jetzt anbietet, also als Menü. Also auch da sind schon viele Tendenzen auf der ganzen Welt da, die man halt merkt und die man dann holt. Aber vielleicht können wir damit auch ein kleines Signal setzen und die Leute schauen vielleicht noch mehr drauf. Hundertprozentig. Städte sind Vorreiter, wobei aber auch das klassische Landthema auch wieder ganz, eigentlich die richtigen sind. Ja. Die Landwirtschaft, die es leider viel zu wenig gibt, wo es aber immer noch ein paar gibt, die halt wirklich so mehr oder weniger vom befreundeten Bauern drüben die Kartoffeln holen und die das Fleisch, das sind zwar sehr vegan, vegetarisch, aber trotzdem ist ja Fleisch auch wichtig, wir reden über Nachhaltigkeit und die halt einfach das von dem glücklichen Tier holen, das um die Ecke rum ist und wo eine ordentliche Aufzucht da ist, auch diese, eigentlich kommen wir eher vom Land her. In Berlin gibt es ein Lokal, Rea heißt es, und der macht zum Beispiel eins, der hat so eine Kompostiermaschine, wo der die ganzen Speiseabfälle reingibt und die Speiseabfälle werden dann so eine Art Erdeersatz und dann nimmt er sein Bauer, von dem er die ganzen Gemüsesorten gibt, der nimmt es wieder mit und streut es wieder drauf. Also auch das ist ein spannendes Kreislauf, Thema. Kreislauf der Gemeinschaft. Es gibt nur, du musst nur nachdenken. Mir fallen dir so viele Ideen ein, die gibt es gar nicht. 100%ig der Aufbereitung, aber zum Schluss sind es ja lauter alte Dinge, wenn wir ehrlich sind. Ja, es ist alles nichts Altes, es ist alles nichts Neues. Das haben wirklich die Großeltern, Urgroßeltern gemacht. Und jetzt bin ich gerade, weil du ja Schweizer bist, also ich denke die ganze Zeit dran, ich habe so ein Lieblingsgericht, das heißt Bizzoccheri. Das sind ja nichts anderes als grüne Bohnen und Teigwaren dazu. Und das richtig schön gemacht. Und eigentlich das Gericht, was man früher gegessen hat, wenn man vom wirklich harten Arbeiten zurückgekommen ist, auf dem Acker draußen und das gegessen hat, und das sind Spezialitäten geworden. Also im Endeffekt kommen wir einfach zu den alten Dingen zurück, und auch das bedeutet auch vielleicht mit diesem veganen und vegetarischen. Ich glaube einfach dran, dass das in Zukunft Fleisch sicherlich noch eine Rolle spielen wird. Ich behaupte, dass Fleisch in Zukunft die Beilage sein wird, dass du dann tolles Gemüse, tolle Pasta oder Kartoffeln und so weiter hast und die richtig gut gemacht, und dann isst man halt nicht mehr 120 Gramm Steak, sondern vielleicht nur 70 Gramm. Und das richtig gut gemacht ist klasse, genauso wie dann auch so ein Restaurant seinen Sinn hat, dass die Leute sagen, du, ich gehe dann auch mal toll Fleisch essen. Sie können sogar sagen, ich gehe dann sogar in ein richtiges Steakhouse, aber ich habe diese Dinge nebeneinander. Und auch da komme ich wieder auf die Großeltern zurück, da gab es einfach einen Sonntagsbraten. Ja, das Sonntag und Sonntagsbraten gehabt, dann hat man Montag, Dienstag die Resseln gegessen, am Donnerstag gab es die Mehlspeise, am Freitag gab es einen Fisch, ja, und dann ging es am Wochenende, hat man dann wieder diese schönen Braten und so weiter gegessen. Und eigentlich war es eine gut gesunde Lebenseinstellung, die man hat. Und das glaube ich, dass das dahin geht, und das ist auch für mich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und eben nicht ideologisch, ich bin jetzt nur der einfach nur sagt, ich bin jetzt vegan und muss das machen. Das ist mir einfach zu viel. Also für mich waren es ein paar Möbelstücke, also zum Beispiel jetzt, wir haben diesen Stuhl, der eigentlich überhaupt nicht danach aussieht, der wirklich aus alten Fischernetzen und aus Meeresplastik gemacht worden ist, wo ich denke, er sagt, Leute, das glaube ich nicht, dass der das ist. Ja, der ist es. Und dann habe ich gesagt, macht mir bitte an jedem Stuhl ein Zertifikat so ungefähr ran, dass die Gäste das wirklich glauben, weil das ist so perfekt gemacht. Das ist da, das waren Themen dann. Ich habe das vorher schon erzählt, die Gespräche mit dem Malermeister, wie man sowas großartig machen kann, wie man dann in die Wände der Stroh einarbeitet, wie man in die Wände Haselnüsse einarbeitet, und natürlich dann schon auch, das hat auch riesig Spaß gemacht mit den Küchenchefs zusammen, wenn man dann sehr jungen Küchenchef, der auch richtig großartig ist und das gut macht, der auch einen Mentor hat, das ist Bobby Breuer, der war beim Bobby, also unser Zwei-Sterne-Mann, und mit Bobby hat er zusammen auch die Dinge mitentwickelt, und wo wir dann das erste Mal das alles probiert haben, also ich denkt da wirklich an die Zwiebelsoße, die so gut schmeckt. Ja, du kannst auch aus Gemüse und so weiter Soßen machen, die so perfekt sind, dass du da gar nicht mehr irgendwelche Knochen und so weiter verkochen musst, um da richtig eine tolle Fleischsoße draus zu machen.